Das ist natürlich faszinierend mit dem Teleskop. Das gibt es in der Größenordnung eigentlich sehr, sehr selten. Und Generationen von Wissenschaftlern sind hier schon gewesen. Das ist total spannend. Das ist Wahnsinn. Ich bin beschäftigt beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie als Betriebsingenieur für das Radioteleskop in Effelsberg. Ich bin verantwortlich neben der Elektrik auch für Antriebstechnik, Sensorik, Unterhalt des Teleskops, um diese Verfügbarkeit des Teleskops zu gewährleisten. Und man wird ein richtiger Experte. Ja, ich bin jetzt ein Effelsberg-Experte. Das ist schon ziemlich klasse. Das Radioteleskop Effelsberg ist das zweitgrößte bewegliche Teleskop der Welt, wo wir allein schon von 110 bis 120 Motoren reden. Aber Fehlersuche ist halt weitläufig im wahrsten Sinne des Wortes. Knifflige Sachen sind im Windsegment. Das betrifft dann die Regelungstechnik des Teleskops, wo man öfter mal Angst bekommt, ob alles richtig läuft, weil das Teleskop sich doch noch recht schüttelt unter Windböen. Problematisch sind solche Sachen, wenn Klimageräte ausfallen oder Beleuchtungen, weil wir in der Rufbereitschaft bis 23 Uhr dann hier oben Reparaturen vornehmen. Vago eigentlich im Segment Verbindungstechnik aller Art. Die Produkte haben uns so überzeugt, dass wir bei der Installation keine Probleme hatten. Vor allen Dingen auch, was so größere Kabelquerschnitte anbelangt, hat Vago fast so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir mit Vago-Technologie dann die 185 Quadratmillimeter Querschnittsfläche haben. Und das ist dann schon eine praktische Sache, die uns dann halt oft hilft.